Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute ist es mal wieder soweit. Wir gucken mal auf ein weiteres Rathaus 13 Konzept. Rathaus 13 ist ja etwas, was uns noch ein bisschen länger verfolgen wird und was wir auf jeden Fall noch ein bisschen häufiger behandeln wollen, auch in meinen Folgen. Das ist ja auch im Endeffekt, gar nichts Schlimmes, dass das so ist. Ich finde es eigentlich ganz cool. Es ist mal wieder grün, das Rathaus 13. Wir gucken es uns einfach mal an. Und zwar so sieht es aus, in schönem Grün gehalten. Es ist im Endeffekt so eine Mischung aus Rathaus 9, aus Rathaus 10 und aus Rathaus 11 eigentlich. Aber irgendwie, klar, da fehlt natürlich noch was obendrauf. Also das Rathaus wird sich ja definitiv verteidigen, während wir jetzt ja gerade auch in dem Angriff von Kira den Gigatesla gesehen haben, der ja quasi auch dann rauskommt aus dem Rathaus, ne, und dann als 5-Sterne-Rathaus 12 zur Verteidigung dient. Das wird wahrscheinlich auch bei Rathaus 13 der Fall sein, dass da irgendwie eine Verteidigung obendrauf ist oder irgendwie drin ist oder sonstige Geschichten. Ich weiß es nicht, sie werden sich da wahrscheinlich was überlegen. Ich meine, es ist ja gar nicht sicher, dass Rathaus 13 kommt Ende des Jahres. Es wird spekuliert, dass es kommt, aber ob es dann tatsächlich kommt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also das ist nicht sicher. Das ist nicht sicher, vielleicht überraschen sie uns auch wieder alle. Vielleicht auch mit der Farbe. Ich gehe ja jetzt die ganze Zeit von grün aus. Es könnte natürlich auch anders sein. Könnte natürlich auch eine andere Farbe sein, die uns da erwarten wird. Ich habe keine Ahnung. Oh gut, klar, irgendwann sind die Farben alle vorbei. Da muss man schon so ein paar Variationen anführen oder so, damit man, oder Cyan oder was weiß ich, damit man da noch eine neue Farbe hat oder so. Aber insgesamt muss ich sagen, das Rathaus sieht schon mal ganz cool aus. Allerdings, ich habe da jetzt obendrauf nochmal was gebaut, und zwar einen Inferno-Turm, weil ich mir dachte, das ist doch eigentlich ganz cool, wenn da obendrauf halt, wie gesagt, noch eine Verteidigung ist. Und bei meinem selbstgedruckten Rathaus 13 hatte ich ja auch den Inferno-Turm obendrauf gepackt als Verteidigung. Und ja, das fand ich eigentlich ganz cool und dachte mir so, ja, das könnte doch vielleicht kommen. Das könnte uns doch vielleicht dann irgendwann wieder begegnen, dieser Inferno-Turm, der dann oben drauf ist oder so. Das fände ich eigentlich ganz cool. Ich meine, wenn schon eine Verteidigung, dann auch eine coole und dann vielleicht auch wirklich so einen Inferno-Turm oben drauf. Adler-Def oben drauf fände ich, glaube ich, nicht so gut, denn die Adler-Def ist ja ziemlich langsam. Und was man ja auch bedenken muss, damals, als Rathaus 11, was wir ja hier gerade in meiner Base sehen, als das angekündigt wurde, hatten wir die Adler-Def. Und die Adler-Def hat diesen Radius, ich kann gar nicht so weit rauszoomen, guckt euch das mal an, wie weit dieser Radius geht. Warum haben sie das gemacht? Warum? Das muss doch irgendeinen Sinn haben. Warum sollten sie so einen großen Radius bauen, wenn es nicht irgendwann mal geplant ist, die ganze Map zu vergrößern? Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Warum haben sie das gemacht? Warum haben sie das Rathaus 11 mit der Adler-Def, warum haben sie das so groß gemacht? Es ist etwas, das will mir nicht so ganz in den Kopf. Warum das getan wurde? Oh nein, Valkyren, lauf bitte in die Mitte, dankeschön. Liebe Valkyren, dankeschön. Und wir werden noch einmal freezen, bevor die Adler-Def schießt. Und jetzt gleich, wenn sie alle... Na, alle im Radius bitte sein, alle im Radius bitte sein. Alle im Radius! Leute. Okay, jetzt dankeschön. Ja, das ist die große Frage. Warum haben sie das gemacht? Warum haben sie damals den Radius der Adler-Def so überzogen? Der ist ja nicht nur groß, der geht ja hier komplett an allem vorbei, was wir generell auf der Map haben. Es ist einfach komplett überzogen. Komplett überzogen. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was sie sich dabei gedacht haben und ob da vielleicht damals schon der Plan war, das irgendwann mal zu vergrößern. Ich glaube schon. Also, ich weiß halt nicht, wie weit in die Zukunft man da denkt bei so etwas, bei so Update-Geschichten. Ich glaube schon, dass zumindest bei dem Rathaus 12 Update dann schon an Rathaus 13, 14, 15 gedacht wurde, weil man ja dann wahrscheinlich darauf aufbaut. Weil, wenn du ein Rathaus 12 rausbringst, und du bringst das Rathaus 12 raus, mit dem Gigatesla, beziehungsweise mit dem Tesla, ne, irgendwann wird er raus, der Gigatesla, dann hast du ja schon im Hinterkopf, was kommt danach. Denn du kannst, wenn du einmal die Verteidigung oben drauf gepackt hast, dann kannst du sie im Endeffekt nie mehr runternehmen, oder beziehungsweise nie mehr ein Rathaus rausbringen ohne Verteidigung, denn das macht ja dann gar keinen Sinn. Das würde sich ja dann wieder abschwächen. Also du bringst ein Rathaus
12 raus, was sich selber verteidigt, aber danach bringst du einfach ein Rathaus raus, was sich dann nicht mehr selber verteidigt. Das ist ja komplett, im Endeffekt ist das sinnlos, denn dann wäre das ja schwächer als das Rathaus davor. Und das würde ja keinen Sinn machen bei diesem Spiel, wo es ja darum geht, dass die Base immer stärker wird, je weiter du dein Rathaus und deine Base halt upgradest. Ne, das ist so der Sinn dahinter eigentlich. Deswegen, als sie das damals rausgebracht haben, muss ihnen eigentlich klar gewesen sein, ja, dass es so weitergehen muss. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube schon. Und eine Sache noch, die ich noch zeigen wollte. Die hatten wir, glaube ich, schon mal, diese Mauer. Ich finde das so cool. Aufbauend auf diesen Mauern hier. Auf den Level 11 Mauern. Ich fände das sogar gar nicht mal schlecht, wenn das Design behalten würde und es wäre in grün. Ich finde, das in grün sieht einfach mega geil aus. Vielleicht noch ein bisschen zu hell, aber ansonsten auf jeden Fall. Dann guckt euch mal an, wie geil diese Mauern einfach sind. Die Elver-Mauern sind eigentlich mit die geilsten Mauern, wenn man sich das mal so anguckt, mit den Effekten. Das muss man ja wirklich mal sagen, sind sehr cool. Auf jeden Fall. Und wenn man dagegen dann die Maxed-Mauern sieht und auch vor allem die Level-12-Mauern sind so langweilig. Da mit der Lava, die da runterfließt. Wir gucken uns mal an. Zum Beispiel Dr. Cox müsste wahrscheinlich schon einige Mauern haben. So, was hat er denn hier? Ja, der Klassiker natürlich. Oh, er hat schon alle fertig. Das sind die Maxed-Mauern. Ja, wobei, die gehen noch. Die gehen noch. Da muss man sagen, die sehen ganz cool aus. Wer könnte denn noch ein paar Level-11-Mauern für uns haben? Ja, alle schon maxed, ne? Das ist das Problem, ne? Wenn man wartet jetzt, alle warten sie jetzt drauf, dass Rathaus 13 kommt, weil sie alle maxed. Ah, der Louis, auf den ist Verlass. Ja, die sind natürlich langweilig, muss man sagen. Das war keine Design-Sternstunde des Clash of Clans-Teams, auch wenn das jetzt cool aussieht, der Effekt. Aber insgesamt, finde ich, sehen die doch ein bisschen langweilig aus. Vor allem jetzt hier im Vergleich, ne, mit den Level 13 Mauern, muss ich sagen, das gefällt mir nicht so ganz so gut, aber schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich möchte jetzt auch nicht noch mehr Zeit verplempern mit meinen Dialogen über das Ganze, also das werden wir gleich natürlich noch weitermachen. Aber jetzt werden wir nochmal angreifen gleich. Wenn ich Truppen habe, oh, das sieht gut aus. So, spenden. Was braucht er? Riesen. Ich habe nicht mehr so ganz so viele Gems. Aber das passt noch so gerade. Will sonst noch jemand was? Nein. Sonst will niemand mehr was haben. Ich spende mir mal eben selber. Wir haben die nächste Aufgabe erfüllt. Und dann, kurzer Cut. Bis gleich. Okay. Das ist sogar eine ganz gute Base. Denn hier können wir mal einfach ein paar verschiedene Mauern sehen, die wir so im Laufe der Zeit hatten. Weil der Typ einfach so ein bisschen in die WTF-Richtung gegangen ist. Zumindest was die Mauern angeht. Also Level 5 Mauern, das sind ja die etwas, so im etwas goldenen Stil gehaltenen. Level 6 Mauern, die waren einfach nur hässlich, finde ich persönlich jetzt. Wollen wir denn die Level 7 Mauern? Hat er die gar nicht? Ich glaube, die hat er gar nicht. Die Level 7 Mauern, die waren auch ganz okay. Level 8 sieht ganz gut aus, Level 9 ist zwar etwas unscheinbarer, aber ist auch ganz okay. Und hier da Level 10 hat er in der Mitte schon. Ich will es allerdings auch nicht zu viel Zeit verplempern, weil wir ja jetzt auf jeden Fall angreifen müssen. Und das nehmen wir gerne mit. Ich komme so schnell voran. Ich komme hier einfach so schnell voran mit dieser Base. Es ist also mit meiner eigenen, mit Rathaus 11, das ist richtig gut. Das bedeutet, wir haben bald schon, ja, bald haben wir schon Rathaus 12 im Blick. Naja, was heißt bald? Es gibt ja auch noch die Level 12 Mauern, die ich noch machen könnte. Ja, aber, naja, da muss man mal sehen. Da muss man mal sehen. Ich habe auch leider nur einen Elektrodrachen in der Clanburg, aber das werden wir schon hinbekommen. Moment, jetzt kommt da gleich der Elektrodrache raus. Wir freezeln mal eben, dann werden wir... Wo setzen wir einen Sprungzauber hin? Da? Dann setzen wir da noch einen Sprungzauber hin. Ich meine, es müsste sowieso eigentlich ein Overkill werden, weil wir gegen diese inaktive Base komplett drüber... Wir fegen jetzt im Endeffekt komplett über diese inaktive Base drüber. Und ich bin jetzt schon fast so weit, dass ich die größere Saisonbank, glaube ich, kriegen kann nochmal. Es geht schnell. Es geht wirklich schnell. Jemand hat ja geschrieben... Unter dem Community-Post von gestern, dass ja quasi die Saisonherausforderung etwas zu einfach ist. Aber ich habe ja da schon gesagt, sie werden wahrscheinlich noch abwarten, wie sich das Ganze gestaltet. Und ja, es ist ja auch bald, jetzt ist schon mal, heute ist der 11. Der 11.10. Und da sie ja gesagt haben, das Oktober-Update ist ein Oktober-Update, das bedeutet, es kommt im Oktober, ne, noch mehr Oktober jetzt hier reingebracht. Wird es ja wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern, bis wir das zumindest schon mal sehen. Und Darren hat ja gesagt, es wird den Grundstein legen für das große Update Ende des Jahres. Ich bin so gespannt.
Es wird Zeit, es wird einfach Zeit, es wird Zeit, es wird Zeit. Ich merke ja jetzt schon, dass das Interesse an dem Spiel wieder etwas größer wird. Das ist ja schon mal sehr schön, aber das ist natürlich noch nicht genug. Da müssen wir noch mal ein bisschen dran. Aber es wird, es wird, es wird. Und ich glaube, bis dann das Update mal da ist, bis dahin wird das Spiel wieder ein bisschen aus der Talsohle raus sein und dann werden wir wahrscheinlich noch ein großes Update sehen. Aber warte mal, Dr. Cox hatte noch irgendwas mir gesagt. Ich soll noch den hier mal nehmen. Ein Overkill, aber na gut, das ist, was ist denn das für eine Base? Was ist denn das für eine Base, die Dr. Cox hier angegriffen hat? Die drei Infernos komplett in der Mitte? Er räumt jetzt da wahrscheinlich schon mal ein bisschen auf. Okay. 12 Hexen. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, wie er das gemacht hat. Jetzt geht er von da rein mit der Königin. Jetzt zack, 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 geht das noch kaputt. Warte mal, wir nehmen wieder normale Geschwindigkeit. König zieht die Adlerdev auf sich, er zündet sie. In der Clanburg des Gegners ist ein Hund und ein Baby. Jetzt kommen die ganzen da hinterher. Ist halt die Frage, was machen die Fledermäuse jetzt gleich, wenn sie auf die Infernos treffen? Dann muss er jetzt ja schon mal freezen eigentlich. Aber der eine Infernoturm ist down, jetzt ist noch ein Infernoturm in der Mitte. Der schießt aber noch nicht. Okay, der hat noch nicht auf die Fledermäuse geschossen. Jetzt ist der zweite Infernoturm auch gleich. Ja, jetzt ist er. Na, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt ist er down. Der Klassiker. Der Klassiker. Der Klassiker ist nämlich immer der, dass die Heilerinnen nie da drauf gehen, wo sie eigentlich drauf gehen sollen. Nämlich in diesem Fall wäre es ja eigentlich sinnvoll, sie würden die Königin heilen, aber zumindest eine Heilerin ist jetzt bei der Königin. So, Hund ist gleich weg. Da sehen wir es nochmal. Die schönen Level 11 Mauern. Ja, ich bin auch gerade ja dabei, sie alle hochzuziehen. Es sind gar nicht mehr so viele. Ich glaube 118. Was heißt so viele? Es sind schon noch genug. Aber noch, ja, ein bisschen müssen wir noch. Aber dann haben wir es ja. Und ich finde das Design, ihr könnt gerne eure Meinung mal in die Kommentare schreiben zu diesem Designkonzept, zu Rathaus 13 und zu den Mauern. Im Endeffekt, wer Clash of Clans und das Team kennt, es kommt am Ende sowieso wieder alles anders, als wir das jetzt im Vorfeld planen. Aber ich bin super gespannt, wie das Ganze aussieht. Wir können mal ganz kurz noch gucken, wie viel habe ich denn noch übrig? Alle entfernen. 118. Und 182 haben wir schon. Es läuft. Es läuft. Es läuft, Leute. Es läuft. Wir sind gut dabei. Wir sind gut dabei. Und wir gucken mal ganz kurz noch eben hier drauf. 1950 Punkte. Ich muss Heilerin benutzen. Oh. Verdiene Sterne und setze dabei drei Heilerinnen ein. Dann werde ich das doch wohl mal tun. Ah, es reicht noch nicht. Wir nehmen noch, jetzt reicht es. Dann machen wir so einen kleinen Mini-Queen-Walk. Wir müssen ja nur ein paar Sterne sammeln. Ich bin ja noch in Kristall. Und hier, dann haben wir es bald. Die größere Saisonbank, dann haben wir sie bald. Der Rest ist mir im Endeffekt erstmal egal. Ich will nur die größere Saisonbank haben, weil hier schon fast alles wieder überläuft. Und dann sehen wir uns in einer neuen Episode wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal. Und bis später. Macht's gut. Rainbow.